Gynäkologin Dr. Johanna Krämer verabschiedet gerade eine Patientin, als auch schon die nächste Untersuchung ansteht. Eventmanagerin Tina, die von ihrem jüngeren Freund Nils begleitet wird, hat zwar aktuell keine Beschwerden, geht aber gerne auf Nummer sicher. Das ist Frau Wagner. Ja, guten Tag, Frau Wagner. Ja, Krämer. Gut. Frau Krämer, was führt Sie denn heute hier zu uns? Ich gehe immer regelmäßig zur Vorsorge und da gehört eigentlich eine Mammographie für mich regelmäßig mit dazu. Ich weiß, muss ich dann natürlich selbst bezahlen, aber ich gehe immer gerne auf Nummer sicher. Richtig, verstehe ich, gut. Dann sollten wir die Brustfächer mal anschauen. Mhm. Setzen Sie sich doch da drüben erstmal hin. Brustkrebs ist in der westlichen Welt eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. Und je früher diese Erkrankung erkannt wird, umso größer sind die Heilungschancen. Deshalb sind Vorsorgen enorm wichtig, auch dass die Frau selbst ihre Termine beim Frauenarzt wahrnimmt. Aber hier bei unserer Patientin traten nach der Untersuchung noch Besonderheiten auf, die auf eine ernsthafte Erkrankung schließen ließen. Routinemäßig möchte die Gynäkologin zunächst die Brust ihrer Patientin abtasten. Eine Maßnahme, die auch jede Frau selbst zu Hause regelmäßig durchführen sollte. Das tut ein bisschen weh. Spannt die Brust denn zum Beispiel so vor der Periode? Also ich hatte schon 2 Monate keine mehr. Ja, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen Muskelkater vom Schwimmen. Ich habe ja auch einen jüngeren Freund und der geht ja auch nicht mehr so zimperlich mit mir um. Okay. Okay. Gut, dann machen wir die Röntgenuntersuchung und Sie können sich dann schon wieder anziehen. Während die frisch verliebte Eventmanagerin in der Radiologie untersucht wird, wartet ihr Freund geduldig auf der gynäkologischen Station auf sie. Egal, was auch kommen mag, der 28-Jährige will seine Lebensgefährtin nicht alleine lassen. Ich würde jetzt einmal schauen, ob der Behandlungsraum überhaupt frei ist und dann. Ja? Gut, dann sage ich mal bis gleich. Dann gucken wir einmal. Ich weiß nur, er ist ja noch da, ne? Ach, du weißt doch, unser monatlicher Männerabend, den wir immer so schön machen, weißt du, den habe ich jetzt gerade abgesagt. Ja, warum? Dann geh da doch hin. Du brauchst doch keine Rücksicht auf mich zu nehmen. Mir ist vielleicht wichtiger, dass ich jetzt gerade bei dir bin. Also, so überragend ist das jetzt auch nicht. Habt ihr Gel vergessen abzumachen oder sowas? Die ist so nass. Oh, okay. Ich schaue, ob der Untersuchungsraum frei ist und dann. Ich habe auch keine Ahnung. Können wir vielleicht. Können wir das hier so an? So, Frau Wagner ist von der Mammographie zurück. Ja, okay. Will ich Sie eben direkt reinholen? Ja, ja? Gerne. Die gebe ich dir schon mal. Ja, natürlich. So, Frau Wagner, kommen Sie einmal rein. Gerne. Gut. Frau Doktor, ich bin wirklich besorgt. Ja. Ich gerne begleiten wollen. Ist das okay für Sie, Frau Wagner? Komm erst mal rein, ja. Dann einmal durch. Ich mache mal die Tür zu. Muss ja nicht den ganzen Flur mitkriegen. Dann schauen wir uns die Bilder jetzt mal an. Kannst du einmal schauen eben? Ja. Sie hat ein bisschen Flüssigkeitsaustritt. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das jetzt zum ersten Mal oder haben Sie das schon mal? Ich hab's nie gehabt. Ich kenne das gar nicht. Also. Aber Sie haben sich jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Und, ja, ich bin jetzt aufgeregt, seit ich das hier gesehen habe. Aber das müssen wir noch weiter abklären, ne? Ja, natürlich. Schwitzen kommt ja nicht, oder? Ja, aber das schwitze nicht. Vielleicht setzen Sie sich schon mal eben ein Stückchen rüber auf die Liege. Ja, danke schön. Ne? Und Sie gehen ruhig zu Ihrer Freundin. Ja, auf jeden Fall. Frau Doktor guckt sich in Ruhe die Bilder an. Gut. Die Bilder zeigen jetzt keine Auffälligkeit. Das Gewebe ist allerdings sehr dicht. Ich würde jetzt gerne Ultraschall machen, nochmal schauen und einen Abstrich von der Brust. Und Sie nehmen Blut ab. Die 48-Jährige rechnet mit dem Schlimmsten. Auch wenn die Mammographiebilder keine Tumore zeigen, so fürchtet Tina doch, dass sie Krebs haben könnte. Und das ausgerechnet jetzt, wo sie ihre große Liebe gefunden hat. So Verhütung haben Sie gesagt. Wir benutzen Kondome, ne? Ja, das ist ja nun nicht besonders sicher. Also dann würden wir einen Schwangerschaftstest auf alle Fälle machen, wenn Sie 2 Monate keine Periode mehr hatten. Aber vielleicht sind Sie ja schon schwanger. Wie lange sind Sie denn schon zusammen? Ein halbes Jahr. Aber theoretisch könnte es ja sein. Ne? Ich habe vor einer Woche ein großes Blutbild machen lassen. Also eigentlich war alles in Ordnung. Ja gut, also wir machen Folgendes. Wir werden Hormonwerte kontrollieren. Es gibt da so spezielle Hormone. Wir machen auch die Schilddrüsenuntersuchung mit. Denn wenn, sind wir ja gründlich. Noch gibt es keine Bestätigung für eine Krebserkrankung, aber eben auch keine Entwarnung.
Tontechniker Nils versucht, seine 20 Jahre ältere Freundin zu beruhigen. Keine Auffälligkeit, das ist alles so weiter in Ordnung. Ja, guck mal, da brauchst du doch keine Panik machen. Das Sekret ist ein bisschen milchig, ne? Also ja, sieht aus deswegen, wie Milch, ne? So, Sie können sich auch wieder setzen und dann können Sie einmal die Brust abtreiben. Aber wir müssen ja jetzt nun abklären, wo das herkommt. Ja. Hat denn der Hausarzt oder sonst ein anderer Kollege schon mal was gesagt von irgendwelchen Wucherungen an der Niere, Nebenniere? Nein, gar nichts. Oder vom Kopf waren da. Nein! Wie kommen Sie auf Wucherungen? Habe ich vielleicht Krebs oder? Nein! Bitte, tu mir einen Gefallen, geh bitte raus. Bitte. Moment, nein, du wirst keinen Krebs haben oder sowas. Tu mir einen Gefallen. Red dir doch nicht sowas. Geh bitte raus. Ich möchte jetzt mit der Ärztin allein. Aber ich bin noch für dich da, oder? Ja, bitte geh raus. Das ist jetzt meine Entscheidung. Ich möchte nicht diskutieren. Ein krankhafter Milchfluss, eine Galaktorö außerhalb von Schwangerschaften kann viele Gründe haben. Hier konnten wir durch die Mammographie schon einen bösartigen Tumor ausschließen. Wir haben dann eine Kernspinnuntersuchung, ein MRT veranlasst, um weitere Ergebnisse zu erhalten. In dieser Zeit kann sich die Gynäkologin um eine andere Patientin kümmern. Die 25-jährige Caro hat wegen ihres Problems schon mehrere Ärzte aufgesucht, aber keiner konnte ihr bisher helfen. Was führt Sie denn heute zu uns? Ich habe folgendes Problem. Ich habe seit mehreren Monaten, also seit extrem langer Zeit, extrem starken Ausfluss. Ja. Es riecht auch teilweise sehr übel. Okay. Ich war bei zig Ärzten, bei Gynäkologen, bei Urologen. Niemand kann mir genau sagen, woher das kommt. Haben Sie denn Probleme beim Wasserlassen, bei der Blut im Urin? Nein. Verlieren Sie Wasser, wenn Sie husten, niesen? Auch nicht. Also dann kann ich Ihnen nur vorschlagen, dass wir jetzt zunächst mal das kontrollieren, ob mit dem Ausfluss irgendwas bakteriell oder mit Pilzen, ob es da einen Infekt gibt. Das können wir abklären. Wir machen Ultraschall, ob es da eine Auffälligkeit gibt. Und dann schauen wir einmal weiter. Ne? Die junge Frau Manz hatte schon eine Odyssee zu diversen Ärzten hinter sich und hatte einen enormen Leidensdruck, sodass ihr Hausarzt ihr letztendlich geraten hat, sich in der Klinik vorzustellen. Es wären noch viele Untersuchungen möglich gewesen, aber ein kleines Detail hat uns dann auf die richtige Spur gebracht. Also es ist wirklich ziemlich feucht, aber es kommt jetzt eigentlich kein gefärbter Ausfluss. Ne? Mhm. So, den Abstrich, das machen wir dann hier. Mhm. So, und dann hätte ich gerne noch die Mikrobiologie. Wir gucken, ob es Bakterien oder Pilzinfektionen gibt. Ich packe dir das Gläschen schon unter das Mikroskop, ja? Ja, super. Trotz gründlicher Untersuchung findet auch Dr. Johanna Krämer zunächst nicht den Grund für den unangenehm riechenden Ausfluss, den die junge Frau so sehr plagt. Aber zum Glück schaut die erfahrene Ärztin auch über den Tellerrand. Was haben Sie denn da unter der Bluse? Das sieht ja aus wie eine Binde. Genau. Und zwar, ich mache ja halt eben auch sehr viel Sport. Und ich habe in einer Zeitschrift gelesen, dass die ganzen Prominenten sich so Binden unter die Achseln kleben, damit die Schweißflecken nicht so ausbleiben, weil ich halt auch beim Sport sehr viel schwitze. Ja. Also es gibt natürlich die Neigung dazu, das ist eine auch vererbbare Geschichte. Wenn man insgesamt mehr Schweißbildung hat, dann kann natürlich auch der Vaginalbereich betroffen werden. Ich denke, das ist so eine Hyperhidrosis, die... Das ist eben, man neigt zu verstärktem Schwitzen. Hyperhidrose ist nicht so ganz einfach zu behandeln. Es gibt viele Ansätze. Medikamentös gibt es natürlich auch Mittel. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass die Patienten selbst Einfluss nehmen durch autogenes Training. Physikalisch kann man auch ein bisschen was machen mit warmen, kalten Bädern, dass man den Körper so ein bisschen abhärtet. Es gibt das autogene Training. Also da ist eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir haben auch noch so einen Flyer, das gebe ich Ihnen mit. Als Ultima Ratio gibt es dann noch die Möglichkeit der Botox-Behandlung.
Man muss hier abwägen, ob das Leiden so die Lebensqualität beeinträchtigt, dass ein Nervengift zum Einsatz kommt, dass ein Nerven lahmlegt für eine gewisse Zeit und der Patientin oder dem Patienten dann zunächst einmal Ruhe verschafft vor der übermäßigen Schweißbildung. Ich kann Ihnen auch noch einen persönlichen Tipp geben. Sie können auch unterstützend mit Salbeitee arbeiten. Das ist auch eine gute immer Idee. Den Schweiß so ja, ein bisschen, super. Ne? Ja. Und dann dürfen Sie sich hier schnell ankleiden. Der Salbeitee erweist sich als guter Tipp und junge Frau lebt mittlerweile beschwerdefrei. Noch ungeklärt ist hingegen der Zustand von Nils Lebensgefährtin Tina. Ebenso der Beziehungsstatus des Paares mit dem großen Altersunterschied. Da bist du ja immer noch. Ja, na klar. Ich hab gesagt, dass du gehen sollst. Hey, verschwinde aus meinem. Es ist aus. Es ist doch alles gut. Nein, ich hab gesagt, dass er gehen soll. Ja, verschwinde aus meinem Leben. Von was fasst du denn da? Es ist aus. Die Reaktion der Patientin auf die liebevolle Unterstützung ihres Freundes fand ich schon wirklich merkwürdig. Also er war sehr besorgt, er war sehr rührend zu ihr. Und gut, natürlich, sie hatte Sorgen gehabt, aber ich fand die Reaktion dann hinterher doch merkwürdig. Also, wir sehen hier so eine Aufhellung. Das ist also hier noch ein bisschen deutlicher zu sehen. Es handelt sich somit um eine Veränderung an der Hypophyse. Was? Das ist ein Gutart. Tumor oder was? Das ist ein Prolaktinom. Das ist eine gutartige Veränderung, die bei Frauen sehr häufig ist. Das ist aber eine harmlose Sache. Das kann man mit Medikamenten sehr gut behandeln. Das Prolaktinom ist ein häufiger Tumor der Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse. Und es wird Prolaktin, also das Stillhormon, ausgeschüttet und verursacht die diversen Beschwerden, die auch unsere Patientin schilderte. Das kann man sehr gut behandeln mit einem Medikament. Das nehmen Sie für ein halbes Jahr. Der Prolaktinwert wird immer wieder kontrolliert. Und dann schauen wir, ob das schön sinkt und ob es normal geworden ist. Dann muss man das ungefähr ein halbes Jahr nehmen und dann ist gut. Obwohl Tina aufatmen kann, will sie nicht länger mit Nils zusammen sein. Der große Altersunterschied bereitet der 48-Jährigen plötzlich Sorgen. Okay. So schnell wirst du mich nicht los, mein Schatz. Da beim besten Willen nicht. Wieder. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr. Bitte versteh das doch. Jetzt beruhige dich doch mal ganz kurz, okay? Ich will wenn, nicht wenn, mehr. Wenn du jetzt irgendwie Bitte Angst... such dir was Jüngeres, such dir was anderes. Ich kann nicht Schatz, mehr. Als würde das jemals irgendein Thema gewesen sein. Das interessiert mich. Ich bin vorprogrammiert, dass ich vor dir krank werde. Ich werde vor dir alt. Das ist mir doch vollkommen egal. Denkst du etwa, wenn ich jetzt eine Jüngere habe, oder dass ich als junger Mann kann genauso früh erkranken genau. wie du? Da hat er das ist doch vollkommener Schwachsinn, Hören was Sie du mal erzählst. Ich bin noch an deiner Seite und das ist doch wichtig. Ich möchte dich unterstützen. Und weißt du, was wichtig ist? Dass ich dich liebe. Ehrlich. Ich ja. liebe dich auch. Und weil die Liebe kein Alter kennt, sind die 48-Jährige und ihr Freund weiterhin sehr glücklich miteinander. Tinas Milchfluss konnte durch die Medikamente gestoppt werden. Bis der gutartige Tumor vollständig abgebaut ist, wird es aber noch mindestens ein Jahr dauern.